Symplonik ist eine Wiederbelebung von etwas, was für Wissenschaftler bis vor 200 Jahren im Prinzip noch selbstverständlich war. Also Natur wahrzunehmen, so lange wahrzunehmen, ohne jede Erwartung an das Ergebnis, bis eine Fülle von Sinneswahrnehmungen eine Idee davon vermittelte, wie der größte Zusammenhang ist, um dann daraus ein Naturgesetz zu formulieren und es dann erst im wissenschaftlichen Versuch anzuwenden, also auch auf andere Bereiche zu übertragen, vom Sichtbaren, vom Bereich der Sinneswahrnehmung auf das Unsichtbare zu übertragen. Und das ist ja grundsätzlich mal ein Vorgang, den jeder einfach vollziehen kann. Und insofern steht das auch jedem Laien zur Verfügung. Wir werden, wenn wir uns damit befassen, was Denken tatsächlich ist, ausführlich darauf zurückkommen. Und diese Wiederbelebung der Grundlagenwissenschaft, die also tatsächlich von der Natur nicht nur abschaut, sondern auch ablauscht, also alle Sinnesorgane verwendet, so wie man es in alter Wissenschaftsliteratur auch durchweg findet, das ist im Grunde genommen das, was ich dieser Wortneuschöpfung, Simplonik, mit der Lehre von der Einfachheit wieder ins alltägliche Leben zurückholen will. Und zwar einerseits durchaus, und in dem Bereich arbeiten wir auch mit Chemikern, Physikern, Ingenieuren zusammen für die klassischen Wissenschaften, aber eben auch erstmals Naturgesetze in der Klarheit, wie sie der Chemiker, Physiker verwendet, anwendbar zu machen für die Medizin, für die Psychologie, sogar für die Religion, um sich von der Religion dann zu verabschieden. Denn glauben muss man anschließend nichts mehr. Der Glaube wird ersetzt durch präzises Wissen und mit dem Wissen gewinne ich eine Handlungskompetenz, die mir im alltäglichen Leben ganz neue Perspektiven eröffnet, auch den Anstoß der Selbstheilung, was du angesprochen hast. Aber mit diesem Wissen über die tatsächlichen großen Zusammenhänge, wie unser Körper funktioniert, wie die Natur sich aufbaut, aus ganz einfachen Strukturen mit ganz einfach zu formulierenden Gesetzen, wird der Glaube an irgendeinen Gott oder in irgendeiner Form an etwas Übernatürliches, Übersinnliches zu Respekt und Demut dafür, dass wir eingebunden sind in dieses Universum mit einer Präzision, die wir tatsächlich erkennen können und uns einfach als Teil eines größeren Ganzen wissend erkennen. Ja, und insofern geht es tatsächlich von der Chemie bis zur Religion. Und das, was ich neben dieser Wiederbelebung der Vorgehensweise nicht vermuten, nicht spekulieren, nicht theoretisieren, nicht Konzepte entwickeln, durchaus schon Annahmen anfänglich, aber die sind ja dann in dem Augenblick, wo sich Naturgesetze bestätigen, überflüssig und dann sprechen wir von Wirklichkeit. Ja, also das ist der Kern, die Basis, um die es geht, und alles andere ist dann etwas, was dem Menschen, auch dem Laien im alltäglichen Leben, Perspektive und Orientierung gibt. Man lernt, wie das Leben tatsächlich funktioniert. Insofern also kein Konzept.